So, YouTube, guck mal. Eigentlich habe ich gesagt, reiten wir nicht mehr auf toten Pferden. Aber Klängern hat ein neues Video zu Jeremy Fragrance hochgeladen. Das ist bestimmt super krass, weil in dem Video gesagt wird, dass Jeremy Fragrance höchstwahrscheinlich komplett am Abschmieren ist und ein fragwürdiger Charakter ist. Außerdem call ich, dass es ein Holzkernplacement in dem Video gibt. Wir lassen uns überraschen, so wie ihr euch überraschen lasst, ob euer Vater nochmal nach Hause kommt vom Zigarettenholen. Leute, Jeremy Fragrance wurde exposed. Und damit moin Nein. Leute, herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, Du dass klaust das Video von ChatChat! du wieder dabei bist. Vor einiger Zeit ist Jeremy Fragrance Ah, das ist der gar nicht. mal wieder aufgefallen. Das sieht richtig geil aus. Das sieht. Okay, er ist offenbar sehr biegsam. Übertrieben cool aus, wirklich. In dem Fall aber, weil er auf TikTok verkündet hat, dass er jetzt offiziell eine Freundin sucht und sich interessierte Frauen bei ihm gerne bewerben können. Ja. Klar, auf welchem Weg soll man auch sonst Frauen kennenlernen? Ja. Fruchtbare Christinnen wurden gesucht, um genau zu sein. Weiße, fruchtbare Christinnen. Also nicht gendern, sondern schon Christinnen. Scheiß auf Tinder, Bumble und die Chatfunktion bei Quizduell. Warum nutzt du nicht die dafür gegebenen Apps? Weil es hier auch gut funktioniert. Und er sagte weiter. Was ist dieses Q? Ich benutze zum Flirten mittlerweile aber auch kein Tinder mehr. Also wenn ich mir was aufreißen will, dann lungere ich meistens bei eBay Kleinanzeigen rum. Oder mein neues Game findet auch auf Google Maps statt. Ne? Also wenn ihr mich kennenlernen wollt. Damen, die sich von diesem reizvollen Angebot angesprochen fühlen, können sich gerne bei ihm bewerben. Und zwar auf ganz professionellem Wege, nämlich per E-Mail. Jawohl. Eine christliche Frau unter 32. Ja, perfekt. Ungefähr alles davon trifft auf mich zu. Toll. Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, das volle Programm einmal bitte. So, I'm looking for a girlfriend and I've created a specific email called girlfriend@jeremyfragrance.com. So, this is serious. Aber er sucht nicht irgendwen. Nein, es gibt natürlich auch Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Ich meine, es muss ja auch zwischenmenschlich irgendwie passen, ne? Er Also ich dachte eigentlich, dass Jeremy Fragrance mittlerweile gar nicht mehr am Leben ist, weil der Typ ist halt so durch und schon immer so krass fragwürdig gewesen, dass ich mir dachte, der müsste eigentlich doch schon längst in irgendeiner Entzugsklinik oder unter der Erde sein. Also wir haben uns ja auch ganz lange nichts angeguckt, weil der Typ einfach nur noch komplett bescheuert in seinem Scheißschädel ist. So, die Zeiten der Kultfigur Jeremy Fragrance sind ja auch durch. Sucht nämlich eine christliche Frau unter 32 Jahren. You must be Christian and you must be under 32. Und insgesamt soll er dazu über 2.500 Einsendungen bekommen haben. Also, es wurden zumindest über 2.500 Mails an seine E-Mail-Adresse geschickt. Ob das jetzt alles wirklich christliche Frauen unter 32 sind oder Frauen unter 32 oder Frauen, das konnte ich jetzt nicht so ganz direkt überprüfen. Aber Kriegt er dann auch so Nachrichten im Browser? So geile christliche Frauen aus deiner Umgebung wollen sich mit dir treffen? Das wäre geil. Mich hat er geghostet. So ein Scheiß, jetzt klingelt es an der Tür. Meine Güte. So. Gute Nachrichten, ich bin wieder da. Gab ein bisschen Ärger im Hof. Und zwar hat sich offenbar eure Mutter von der Leine gerissen und hat angefangen, all den Hafer zu fressen, der da in der Scheune ist. Aber euer Vetter und euer Cousin, die offenbar die gleiche Person sind, konnten sie wieder in Schach halten. Aber diese Kriterien sind wichtig. Jeremy ist ein gläubiger Mensch. Er folgt den Worten Jesu. Das hat er uns oft genug erzählt. In seinem Buch, in seinen Stories, in seinen Videos. I punched people in the face in the kindergarten already. Nee, also nicht das jetzt. Still don't know how to talk about the topic of masturbating. Difficult, man. I do it, but I don't come. And, you know, it's Nee, also das auch nicht. Men have sex with women and hard sex with women and all that shit. Leute, ey, können wir uns bitte mal wieder aufs Thema konzentrieren? Christliche Partnersuche für die Beziehung fürs Leben. Jetzt ist Aber ich habe nichtsdestotrotz, ich werde nicht müde, es zu erzählen. Ich habe noch das Video auf meiner Festplatte, wo er sagt, man darf keine Bananen essen, weil das Parasiten sind, die den Menschen ausnutzen, um weitere Bananenbäume zu pflanzen. Das ist wirklich großartig. Es ist aber ein Video aufgetaucht, was die ganze Suche von Jeremy doch etwas sehr kritisch untersucht. Die amerikanische YouTuberin ChatChat hat sich in ihrem neuesten Video mal etwas ausführlicher mit Jeremys Suche nach der passenden Frau beschäftigt. Gigageiles Video übrigens, ne? Haben wir auch im Stream geguckt. Twitch kommt vorbei auf. Ne, YouTube kommt vorbei auf Twitch. So ein Ding ist das.
Guck mal, selbst Big Monte Stalin-Fan 161 sagt, dass Jeremy Fragrance viel Bullshit geredet hat. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Und nicht nur auf ihrem Account ist das Ganze mittlerweile echt ein Thema geworden. Mittlerweile gibt es sogar den TikTok-Account Jeremy Fragrance Exposed. Aber was ist eigentlich genau passiert? Offensichtlich soll Jeremy von den Frauen, an denen er interessiert war... Moment, es haben sich wirklich echte Frauen dort gemeldet? Moment, was? Das Wort Exposed ist gefallen, habt ihr es mitgekriegt? Irgendwo in Ostdeutschland wacht Alpha Kevin gerade so auf, so. Oh, ist da schon wieder jemand exposed vor? Er muss auch ganz schnell los. Schwachsinn. Offensichtlich sollen aber von denen, die es in die engere Auswahl geschafft haben, aber dann noch zusätzliche Informationen gefordert worden sein. Zum Beispiel ihren Snapchat-Account. Wahrscheinlich, um zu schauen, wie sie ihrem alltäglichen christlichen Leben so nachgehen. Ja, und wenn man dann ihre Posts vom Abendgebet sieht, kann man dann mit einem smoothen Hey, noch wach, in die DMs sliden. Er hat wohl auch noch Videos von den Frauen gefragt. Ach, da müsst ihr auch losrendern. Fragt, damit die halt verifizieren, dass es sich bei denen wirklich um die handelt. Und diese Videos sind an die Öffentlichkeit gekommen. Hi, Sophia. I asked for a video of you. Can you send me a video of you saying something like, hi, Jeremy? Also, ich check zumindest, dass er irgendwie prüfen möchte, dass diese Frauen wirklich existieren. Aber irgendwie ist dieses ganze Prozedere schon ziemlich weird. Und danach... Nee, überhaupt nicht. Ist komplett skandalfrei, finde ich, wenn so berühmte Menschen so auf parasozialer Ebene und mit Machtgefälle irgendwie im Internet nach was zu ficken suchen. Das ist eigentlich komplett cozy und normal, ne? Wenn die Frauen diese Hürde überwunden haben, wurden weitere Nachfragen gestellt. Zum Beispiel... Oh, Entschuldigung, er meinte natürlich zum Heiraten. Na, zum Heiraten! Ob die Damen noch Jungfrau sind. Is it possible at your age that you're still a virgin, Maria? Is it possible that you're still a virgin? Why are you asking that? Ich verstehe das, dass es für ihn als Christ eine wichtige Sache ist, ob Maria noch Jungfrau ist, aber irgendwie ist das Ganze doch ziemlich strange, oder? Und nee, komplett unkompliziert. Komplett unkompliziert, wenn man einfach als Erwachsener, als deutlich älterer Mann vor allem, im Internet auf Jungfrauensuche geht. Komplett unkritisch, ne? Und es wird noch weirder. Es wurden noch mehr von diesen Videos geleakt, die Jeremy an die Frauen aus seinem Auswahlverfahren geschickt haben soll. I gotta interrupt your video. I got totally a boner seeing your face and seeing you talk. Totally a boner in my pants, but I'm not going to show it. Nee. Ja, voll korrekt, dass du nicht zeigst. Dankeschön. Hätte jetzt auch wirklich echt nicht sein müssen, ne? Kurz zur Erinnerung, Jeremy ist 35 Jahre alt und dieses Video hat er laut ChatChat einer 18-Jährigen geschickt. Und dieser hatte geschrieben, dass er das gewusst hat und sie ultra young genannt hat. And even commented on it, calling her ultra young. Ultra yuck. Ultra... FBI, open up! Alter! Judge, holy shit, dankeschön erstmal fürs komplett unangebrachte Erschrecken. Ja, Jeremy Fragrance, den muss man mal den Instagram-Account löschen. Also ist ja auch kein Problem für so eine Plattform, wenn man sieht, dass so jemand irgendwie offensichtlich am Groomen ist oder zumindest in die Richtung Grooming unterwegs ist, dass man dem die Plattform weggräbt, bevor es zu Opfern kommt. Sollte es, wobei, ich habe von einer Moral bei Instagram gesprochen. Na gut, ne? Fällt mir jetzt auch auf, war dumm, tut mir leid. 18, by the way, auch moralisch nicht die Höhe, nee. Also es ist zwar wahrscheinlich vom Gesetz her cool, aber ob man es trotzdem machen sollte, I doubt it. I thought he was looking for someone to have a child with, not an actual child. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Einige dieser Videos wurden auch auf einem extra dafür eingerichteten TikTok-Account veröffentlicht. Und es sind so weirde Sachen darauf zu finden, die er mutmaßlich anderen Frauen geschickt haben soll. Er soll wohl, so wird hier gezeigt, die Frauen mehrfach nach nackter Haut und Fotos davon gefragt haben. Later without the top that you're wearing now would be an interesting picture, Corey. Are we still following the teachings of Jesus Christ here, Jeremy? Das klingt jetzt alles nicht besonders christlich, oder? Also nein. Aber es ist schon besonders christlich, wenn man nachts komplett vollgekokst auf dem Fahrrad oberkörperfrei durch die Stadt fährt und sagt,
Ich bin der beste Jeremy Fragrance Number One. Der, der den Regeln von Jesus Christus folgt, Number One, Jeremy Fragrance. Ich kann mich jetzt an keine Bibelstelle erinnern, in der Jesus Frauen auf Snapchat sowas gefragt hat. Aber kurz mal Jokes beiseite, denn das, was hier passiert, ist eigentlich folgendes. Ein 35-jähriger Typ mit über 9 Millionen Followern nutzt seine Bekanntheit im Internet, um sich an Frauen ranzumachen und mehr von denen zu bekommen. Je nachdem, was dieses mehr am Ende wohl sein würde. Er schickt Videos mit sexuellen Nachrichten, er fragt die Frauen intime Fragen und fragt sie, was sie bereit wären, mit ihm zu tun und ob sie ihm mehr von ihrem Körper schicken könnten. I'm sorry, aber ich persönlich finde das irgendwie nicht so ganz richtig, oder? Ich glaube, das wird erst kritisiert, wenn es ein Sexcasting gibt für Jeremy Fragrance. Und selbst dann würden Leute noch sagen, naja, das ist aber auch normal heutzutage. Ja, ich sollte sich mal nicht so anstellen. Ja, ich höre weiter in dem Jeremy Fragrance seinen Musik. Dass man sich über sehr, sehr viel Reichweite Kontakt zu Frauen sucht und wenn der Kontakt da ist, denen dann einfach sowas schickt. Und vielleicht sehen das jetzt einige und sagen, ey Timon, vielleicht war das ja alles einvernehmlich. Vielleicht finden die Frauen das alles super und... Ja, das ist immer super einvernehmlich bei sowas, ne? Die Tatsache, dass der eine 9 Millionen Follower hat und weltweit bekannt ist und die andere einfach nur so eine Person, die wahrscheinlich seinen Content gut findet, ist super einvernehmlich. Das ist alles, die sind komplett auf gleicher Ebene. Freuen sich darüber. Dass diese Videos auf diesen Kanälen landen, lässt zumindest aber anderes vermuten. Aber nehmen wir das einfach mal an. Die haben den Aufruf gesehen und die haben sich gedacht, ey, ich bin über 18, ich möchte das, ich bewerbe mich da. Da könnte man ja sagen, okay, so what, wo ist das Problem? Auch wenn sie wahrscheinlich nie zugestimmt haben, dass er ihnen Videos schickt, in denen er sie sexualisiert und davon redet, dass er einen Ständer hat, wenn er sie sieht. I gotta interrupt your video. I got totally a boner seeing your face and seeing you talk. You're so flirty, just see. Auch generell cool, so ein Gespräch zu führen. Würde ich auch mit jemandem reden, den ich heiraten will. Your text makes me, if I can say so, erected. Also, abgesehen davon, falls man das alles ausblendet, gibt es in vielen solchen Fällen immer noch ein ganz großes Problem. Nämlich, es gibt ein Abhängigkeitsverhältnis. Achso, ich dachte, er sagt jetzt die Grünen. Abhängigkeitsverhältnis, da es gibt einfach ein Machtverhältnis, das komplett aus dem Ruder läuft. Berühmter Internetstar und Frau, die ihn gut findet, da besteht ein Machtgefälle und das ist nichts Neues hier. Das ist halt keine Begegnung auf Augenhöhe. Hier nutzt halt jemand seinen Status und seine Bekanntheit dafür aus, um... Ja, ihr wisst schon, ne? Have sex with women. Und deshalb kommt es auch immer wieder zu solchen Fällen. Eine solche Beziehung kann nie auf Augenhöhe passieren, wenn von Anfang an ein Ungleichgewicht besteht. Und oft genug kam es dadurch vor, dass Sachen passiert sind, die Frauen unangenehm waren, die sie als übergriffig empfunden haben oder die sie später lieber nicht erlebt hätten. Und ich find's krass, dass das Thema so groß geworden ist, dass mittlerweile international Leute mit mehreren Millionen Abonnenten darüber berichten und... Immer wenn ich Hakon sehe, springt mir im Kühlschrank ein Stern hier auf. Ja, bei uns ist aber auch so, wir sind ja auf dem gleichen Level, Kadinsky, ne? Also wir sind ja auf Augenhöhe. Ich bin halt reich und berühmt, aber gleichzeitig hast du halt meine Mutter entführt und eingesperrt. Also, ne, das ist jetzt nicht so, als ob wir da komplett verschieden wären. Leute in den Kommentaren gleichermaßen schockiert darüber sind. Das zeigt zum einen, dass das ein echt großes Problem ist, wenn man sich so als Person in der Öffentlichkeit verhält. Das zeigt aber zumindest auch, dass so eine Awareness mittlerweile da ist. Und dass der deutsche Jeremy, den wir schon seit Jahren irgendwie kennen, mit seiner Suche nach einer Ehefrau international jetzt gar nicht so positive Schlagzeilen gemacht hat. Ich bezweifle ja, dass das Vorhaben mit der Suche nach der Ehefrau über TikTok wirklich von Anfang an so eine vielversprechende Aktion war. Aber Jeremy sieht in seinen neuesten Videos zumindest gar nicht so unglücklich aus. Der vergnügt sich wohl währenddessen anderweitig und hat wohl auch schon eine weibliche Begleitung dabei. Digga! Oh Gott, jetzt kommen die Fußfetisch-Videos. Apropos, ich finde es schön, dass Rossmann der Cancel Culture entkommen ist und wieder das Parfüm von Rammstein verkauft. Ja, ist für mich auch ein bedeutender Tag für die Meinungsfreiheit. Das stimmt. Ja, ihr könnt euch übrigens bei mir auch als meine künftige Ehepartnerin bewerben. Bedingungen sind, dass ihr nicht christlich seid, weiblich wäre schon cool und ansonsten, ja, die einmalige Bearbeitungsgebühr von 5 Giftsubs, aber ansonsten geht's eigentlich. Ah, yo! Bro, ich das so cool, no joke. Sehr, 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 sehr fresh. Also das hier ist bis jetzt mein Favorite. Ja, ich bin sicher, seine zukünftige Ehefrau
wird das alles richtig super finden. Ich bin vor allen Dingen überrascht, dass sich so viele Frauen bei Jeremy noch gemeldet haben. Ich bin gespannt, ob das Ganze noch weitergehen wird und was für Reaktionen noch dazu kommen werden. Jeremy ist auf jeden Fall jetzt auch international gegangen und auch wir werden das Ganze natürlich weiter im Auge behalten. Wäre cool oder ist Pflicht, bin glatt rasiert. Vielleicht gibt's irgendwann eine glückliche Gewinnerin. Ich hoffe nur, dass alle Mädels, die da irgendwelche Nachrichten bekommen haben, da irgendwie gut mit umgehen können und das für die in einem gewissen Rahmen okay war. Nee, ich hoffe nicht, dass die damit gut, ich hoffe schon, dass die damit umgehen können. Okay, aber ich hoffe eigentlich, dass die sich jetzt organisieren und ihn verklagen und dass Instagram sein Profil löscht. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen würde. Als es was Wichtiges Neues dazu gibt, werdet ihr es natürlich hier auf diesem Kanal erfahren. Ich bin sehr auf eure Meinung zu dieser ganzen Sache gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das war's von mir. Ich gehe jetzt mit ein paar Leuten auf Quizduell chatten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Jeremy Fragrance sollte weiterhin komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Der Typ ist komplett Koko-Banane in seinem Schädel. Der sollte ganz schnell wieder in ein tiefes Loch fallen und keinerlei Aufmerksamkeit mehr kriegen. Außer in solchen Videos. Eieiei, furchtbar. Was auch furchtbar ist, ist, dass YouTuber wie ihr noch nicht auf Twitch sind und dort live meinem Kanal folgen. twitch.tv/harkon. Und deshalb jetzt kommt das Outro. 3, 2, 1.